Am nächsten Tag gab es Ritterspiele, auf denen zu Krimels Freude fast ernst wurde. Doch Etzel schlichtete den Streit. Nun weihte sie Etzels Bruder in ihre Pläne ein. Der war leicht zu überreden, wollte er doch nur was von Etzels Macht abhaben. Er ging zur Herberge der Knechte und forderte die Burgunden heraus. Doch mit dem ersten Schwerthieb war er schon getötet. Doch da die Knechte unbewaffnet waren, starben alle unter der Schwertkraft der Hunde. Nur ein Burgunder konnte sich verwundet davon machen und ist nun auf dem Weg zum König. Wie sitzt ihr so ruhig da? Alle unsere Knechte liegen ermordet in der Herberge vor den Hunden. Dann ist unsere Stunde jetzt da. Hüte die Türen, lass keinen Hund aus dem Saal. Wir bitten in höchster Not um deine Hilfe.